Hallo und herzlich willkommen zu den Viva Top 100. Und in der Tat heute das erste Mal seit über 4 Monaten Despacito frei. Dafür mit mir. Ich weiß nicht, ob das besser ist, aber wir gucken einfach mal, wie das so läuft und es gut ist. Wir haben eine neue Nummer 1 und ich bleibe auch nicht alleine. Also es kann eigentlich nur besser werden. Es kommt ein Berliner Elektro-Rapper. Ich weiß nicht, ob das wirklich seine Berufsbezeichnung ist, aber sonst wird er mich gleich nochmal aufklären. Und zwar der Tom Thaler, bekannt unter Tom Thaler und Basil, aber er kommt heute alleine. Warum, sagt er uns bestimmt auch noch. Dann ist noch Singer-Songwriterin Alexa Faeser am Start. Und wir fangen jetzt mal mit einem Phänomen an als Neuvorstellung. Ist ja immer schwierig, ne? Wenn so Schauspieler anfangen zu singen oder Sänger anfangen, in irgendwelchen Filmen mitzumachen. Aber einer, der hat es halt in beiden Richtungen einfach mega fett gemacht. Das ist Jared Leto. Und mit seiner Band 30 Seconds to Mars hat er einen neuen Song, Walk on Water. Und wir schauen jetzt an. Viel Spaß. Und ich bleib nicht länger alleine. Mein Besuch steht schon vor der Tür. Also einer der originellsten Nachwuchsrapper. Den lasse ich jetzt rein. Hier ist Tom von Tom Thaler und Basil. Hallo. Oh Mann, das mit der Tür tut mir leid. Alles gut. Du, ey. Ihr seid eigentlich zwei. Was ist da los? Wo ist denn der Basil? Ja, wir hatten gestern Release-Party. Ich muss ihn entschuldigen. Er hat es nicht so ganz so gut vertragen wie ich an dem Abend. Ne? Ich dachte schon, du wärst stark diese am Glas DJs, gewesen, ja, ne? Ich muss ja nur spielen, er muss danach noch auflegen. Genau. Okay, ja, fatal. Deswegen ich habe mir das gestern auch angeguckt und ich dachte schon so, Junge, ich bin mal gespannt, wie die Jungs morgen so draußen sind, du. Aber hey, ich hab's ja fresh geschafft. Aus, ja. Ich wurde auch hier nochmal durch die Maske gepeitscht, auf jeden Fall. Geil, also wie ist es denn bei euch so gekommen? Also Elektro und Rap, wie passt das zusammen? Irgendwie super strange, ich habe es gestern immer versucht mit irgendeiner Band zu vergleichen, aber... Ja, also angefangen hat es eben, weil Basil vorher auch schon Elektro-DJ war. Ich komme so aus der Hip-Hop-Richtung, hat jetzt nicht die Affinität dazu. Dann haben wir es einfach mal ausprobiert und schnell gemerkt, dass es gut funktioniert hat. Dann wurde das aber so über die Jahre auch irgendwie dieses Deep House und Rap-Ding, also vor allen Dingen Deep House so durchgenudelt, Radios haben das rauf und runter gespielt. Deswegen mussten wir uns jetzt für unser neues Album ein bisschen was Neues überlegen. Das heißt, wir sind von diesem Elektro-Ding schon wieder ein bisschen weg und jetzt Richtung Hip-Hop, Funk und... Ja, mir kam es ein bisschen vor, also ich möchte dich beleidigen, aber gestern dachte ich so, ist es Hip-Hop für Hipster? Oha. Ich glaube, es ist Hip-Hop für draußen und für Kopfhörer, das ist es. Ich weiß nicht, ob das nur Hipster hören dürfen. Okay. Eigentlich für alle. Geil, also es ist für alle auf jeden Fall, hört es euch alle an. Aber wie kommt es, dass ihr gar nicht in Richtung Rockmusik macht? Weil ich meine, ihr habt ja oft Bandshirts an und spricht jetzt nicht so für die Musik, die ihr macht. Basil hat immer seine Mastodon-Shirts oder Tool-Shirts oder sowas, so krasse Rockbands, die er einfach feiert. Ja, denkt man immer direkt auch an krassen Hip-Hop, klar. Genau, nee, er ist halt Schlagzeuger und großer Rockfan und hat auch selber gerade ein Rockprojekt rausgebracht, so nebenbei, so unterm Radar. Genau, Torn Pork heißt es. Hören wir uns alle natürlich mach jetzt auch mal an. Kurz Werbung dafür. Finde ich geil, obwohl er nicht dabei ist. Ne? Ja. Einfach mal werben. Er lässt grüßen. Geil, danke. Ja, aber kommen wir mal zu eurem neuen Song. Serena. Warum Serena Williams? Warum habt ihr gedacht, okay, die wollen wir mal irgendwie ein bisschen würdigen, einen neuen Song? Wie? Also, wir waren hier in Berlin in den Riverside Studios, haben dort das Album aufgenommen, hatten eine Session mit Betty, so eine Sänger-Songwriterin, die auch ganz viel schreibt. Und ich hatte morgens ein neues Beyoncé-Video gesehen, wo Serena Williams drin ist und twerkt. So. Okay, und es war, glaube ich, auch diese Zeit, wo sie sich so mit Drake gedatet hat und so. Und ich bin jetzt nicht in diesem ganzen Celebrity-Ding so drin, aber ich fand es irgendwie lustig. Da dachte ich so, okay,
so, die entwickelt sich so langsam zu so einem Szene-Mädchen. So, da können wir mal einen Song widmen. Und dann war so direkt Serena, was reimt sich darauf? Auch ein Gina. Dann wollte ich ihre Tennissocken sein, weißt du, diese Line. Und dachte, ja, okay, ist schon irgendwie ein bisschen dumm, aber auch lustig. Und dann, dann ist ein Single draus geworden. Wer wäre denn eure Nummer zwei? Und wäre es auf einmal hier so, wenn wir mal im deutschen Bereich bleiben, wäre es Steffi Graf gewesen, ne? Ja, dann der nächste Steffi Graf oder vielleicht ein Boris Becker-Track, muss man mal gucken. Boris Becker-Track würde ich noch mehr feiern, glaube ich. Der bietet auch inhaltlich auf jeden Fall viel Fläche. Ja, ich glaube auch. Aber nochmal zurück, du hast gerade schon angesprochen, ich möchte deine Tennissocken sein. Ich habe den Song mir gestern, ich glaube, 20 Mal angehört und immer zurückgespult und dachte, krass, du möchtest ernsthaft ihre Socken sein. Also ich finde Füße ja eh nicht so geil, aber Socken, Tennissocken, super, ja, super schwitzige Angelegenheit. Also auch, grundsätzlich bin ich schon mal ein Sockenfan. Ich habe immer bunte. Zeig und mal. Was habe ich heute für Socken an? Jetzt habe ich hier so. Sonderlich sportlich bist du nicht, sieht halt jetzt gar keinen. Ja. Wo sieht man das? Ja, ich glaube, jetzt sieht man es. Ja. Wieso bin ich jetzt nicht sonderlich sportlich? Er sah gerade noch nicht so sonderlich sportlich aus, aber ja, hey, nein, cool, also super was ich, bunte Socken. Was ich nicht so gut kann, sind so Dehnsachen. Okay. Aber du findest Socken genau, geil? Genau, und als Tennissocken, ich weiß nicht, du hast dann immer so den View nach oben halt, was, glaube ich, schon attraktiv sein kann. Und sonst bist du halt einfach immer mit dabei. Geil, ey. Jetzt haben wir so viel über Serena gequatscht. Gucken wir uns doch mal von Tom Thaler und Basil Serena als Neuvorstellung an. Yeah. Ja. Tiefer, wenn du dich traust. Ich will in dir tauchen gehen, tauchen gehen. Ich will sehen, was du drunter hast. Tauchen gehen, in dir tauchen gehen. Ich tauche bis zum Grund herab. In dir tauchen gehen, tauchen gehen. Ich will sehen, was du drunter hast. Tauchen gehen, in dir tauchen. Weiter mit den Viva Top 100. Bei mir immer noch zu Gast Tom Thaler. Yes. Wir haben gerade Serena gehört aus eurem Debütalbum Malu. Es Malu. Gibt's auch zu gewinnen. Unter den Hashtag Viva Top 100 könnt ihr uns mal erzählen, wer für euch denn die hotteste Tennisspielerin für euch ist oder auch der heißeste Tennisspieler. Also Twitter, Hashtag Viva Top 100. Welche Tennisgrößen findet ihr geil? Malu. Ja. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Also, wer von euch liebt Marie-Louise? Steht einerseits für Mannheim-Ludwigshafen. Wir haben in Mannheim gewohnt und in Ludwigshafen war das Studio. Geil. Die tiefere Bedeutung davon kommt aus dem Indonesischen und bedeutet dort sowas wie Demut. Also, es gibt das Beispiel, du sitzt in einer Bar und jemand kommt rein und unterhält direkt die ganze Theke und dann fühlst du dich Malu. So, du gibst dem seinen Raum und bist so, okay, da ist jemand cooler als ich, deswegen war das unsere erste Single auch so ein bisschen. Ich bin nicht so der Platzhirsch, der reinkommt und die Leute direkt einnehmen muss. Ey, mit so einer lieben Antwort hätte ich einfach nicht gerechnet. Sorry. Okay, aber jetzt zurück mal zu deinem Namen. Wie bist du drauf gekommen? Also klar, wahrscheinlich von Tim Thaler abgeleitet, aber... Ja. Ich dachte, jetzt sagst du schon wieder was komplett anderes. Nee, kam auf jeden Fall, so die erste Idee kam von Tim Thaler, aber es war auch so eine Zeit, wie das meistens bei Künstlernamen ist, hey, fuck, ich brauche jetzt einen Namen. Okay. Tom Thaler, ja, okay, nehme ich. Okay, gut, ja, weil so. Ja, wir sind ja wahrscheinlich ungefähr ein Jahrgang und 80er Jahre war die TV-Serie, ist ja noch nicht so... Ja, war vor unserer Zeit eigentlich, ne? Ja, also... Aber die Inspiration kam von der Freundin meines Vaters. Die hat sie gut gemacht, hat sie gut gemacht. Die hat die Serie wahrscheinlich geguckt. Ja. Und für was würdest du dein Lachen verkaufen? Für was ich mein Lachen verkaufen würde? Ey, für nichts, das ist doch das Schlimmste. Ja. Das kann man nicht machen. Geil. Also, wir machen dann einfach mal weiter, vielleicht mit den Charts auch. Und zwar mit einer Frau, die hat gerade einen Award gewonnen. Und zwar war sie drogenabhängig und hat das alles ganz gut wieder in den Griff bekommen. Und zwar ist es Demi Lovato, die hat den Drogenpräventions-Award bekommen. Und wow, Mann, sie hat es geschafft. Ist seit 5 Jahren clean. Und jetzt schauen wir uns ihren Song Sorry Not Sorry an auf der 70. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Not payback, 'cause a bad bitch, and baby, I'm the baddest you fucking
savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice for me to take it easy on ya, but nah. Kissy boo boo. Weiter geht's mit Tom Thaler und mir. Du, was hältst du eigentlich von Joko und Klaas? Finde ich schon lustig. Was findest du besonders lustig? Also welche Show hast du da am Favoriten? Naja, Zirkus Halligalli war irgendwie war so ein neu moderner Klassiker, den sie da irgendwie geschaffen haben. Und irgendwie schade, dass es wieder vorbei ist. Also schon absolut dein Humor. Ist schon, ja, doch, kann man schon sagen. Da lachst du mal laut. weißt du denn, wer von den beiden jetzt auch eine Band hat, wer jetzt auch singt? Ja, Klaas singt. Egal, und wie findest du es so? Ich habe es mir noch nicht angehört. Dann sollten wir das vielleicht jetzt mal tun. Dann hören wir uns Klaas Häufer Umlauf, mein quasi Viva-Vorreiter, mit seiner Band Gloria an, mit dem Song Immer noch da, als Neuvorstellung. Ich auf den Boden, mit verbundenen Augen, hinter dickes Glas, nur für dein Vertrauen. Und wenn ich da atme und die Scheiben schlagen, dann wirst du mich nicht mehr sehen. Aber ich bin immer noch da. Lass uns doch aufteilen. Eddie, then you know that we are one man. You see my Eddie, doesn't matter where we're from, man. So at the end of the day, a man is just a man. My identification, my mega satin. Who am I? Who are you? Who are we all human beings? Who am I? Who are you? Who are we? What do you see? If you see my ID, 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 more than the passport I'm unique. You see my ID, 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 you can be you and I'll be me. Und weiter geht's. Hast du eine Ahnung, was sich hinter der Telefonnummer 1800273 8255 verbirgt? Es ist der Song von Logic. Diese Selbstmordnummer oder sowas? Ja, das ist genau richtig. Zack. Wow, da hat er aufgepasst. Ja, Logic hat auf jeden Fall damit riesen Aufsehen erregt, was einfach eine gute Sache ist, würde ich sagen, weil die Anrufe an dieser Hotline, die sind einfach immens in die Höhe gestiegen und haben, glaube ich, jetzt vielen Menschen geholfen. Für alle, die von euch vielleicht auch irgendwie Probleme haben, es gibt genug Hotlines auch in Deutschland, habt da gar keine Hemmung anzurufen. Auch für Kinder und Jugendliche. Ich würde einfach mal loslegen. Eine davon ist die 0800 111 0333. Das ist die Hotline für Kinder und Jugendliche. Wenn ihr Probleme habt, irgendwas ist, ruft da einfach an. Gar keine Hemmung haben. Der Song ist auf jeden Fall krass. Und bei den EMAs hat er auch, EMAs sag ich schon, Mensch, das waren ja die MTV VMAs so, auch kein Auge trocken gelassen, weil der Auftritt war wirklich berührend. Guckt euch mal an. Und wir sollten uns jetzt einfach mal das Video auf der 56 angucken. Also Logic mit Alessa Cara und Khalid mit dem Song 1800273 8255. Krasser Typ. Mhm. I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I finally wanna be alive. I finally wanna be alive. I don't wanna die today. I don't wanna die. I finally wanna be alive. I finally wanna be alive. I don't wanna die. I believe I'm fine. Maybe I believe I'm all. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm all right, 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 yeah.
Okay, da sind wir auch wieder. Und der Tom, der hat auch einen Song mitgebracht. Was singst du denn für uns, du? Ich spiele Don Quixote von unserem neuen Album Malu. Genau, den würde ich jetzt einfach mal präsentieren. Dann würde ich sagen, hau einfach mal rein, du. Mach ich. Ja, ja. Tom Thaler, Don Quixote, Malu, out now. Ey. Hey, ich trommel wie Donkey Kong. Auf meine Brustlocke doppelt so breit wie sonst. Jedes Mädel direkt doppelt so heiß wie sonst. Für jeden Spruch würde ich einen Comedy-Preis bekommen. Yeah. Kannst du mir noch wissen, Geld formen? Jede Schnapsidee fühlt sich an wie die Weltformel. Ich bin Transformer, werde zum Simpa. Der Dauerkartenbesitzer am Jimba. Ey. Und das Glas ist mein Bruder. Drinks in the air, cheers auf uns Loser. Wenn du mit uns bist, bist du ein Guter. Alle unten durch wie die U-Bahn. Ey, das Wasser, in dem meine Träume baden, gehen uns wohl temperiert. Und deswegen spring ich hinterher, um noch ein letztes Mal zu sehen, was passiert. Yeah, yeah. Von Don Quixote zu Donkey Kong trink ich Dom Perignon. Auf mich, auf mich, auf mich. Von Don Quixote zu Donkey Kong trink ich Dom Perignon. Auf dich, auf dich, auf sie, auf ihn, auf uns und es geht. Gibt es ein paar Leute hier, die auf meinem Weg sind, die morgen was zu tun haben, aber heute drauf scheiße. Und die morgen wieder Lute sind, doch heute die Reise. Und deswegen Bock haben, jetzt eine Runde zu schmeißen. Mein Kopf nie so klar wie mein Schnaps. Und so häng ich in den Bars dieser Stadt. Der Barkeeper schreibt meinen Namen aufs Blatt. Die Strichliste zahle ich in Raten dann ab. Aussagen in den Wein gemeißelt, in kaum lesbarer Schreibschrift. Ja, ich mag das Leben, wenn's leicht ist. Und ständig höre ich jemanden am Tresen neben mir fragen, was das für ein Life ist. Wasser, in dem meine Träume baden, gehen es wohl temperiert. Und deswegen spring ich hinterher, um noch ein letztes Mal zu sehen, was passiert. Yeah. Von Don Quixote zu Donkey Kong trink ich Dom Perignon. Auf mich, auf mich. Yeah. Von Don Quixote zu Donkey Kong trink ich Dom Perignon. Auf dich, auf dich, auf sie, auf ihn, auf uns und es geht. Ja, yeah. Und es geht. Don Quixote, vielen, vielen Dank. Ja, ich wünschte, ich wäre lauter. Geil, vielen Dank. Gerne. Darf ich das wieder nehmen? Ja, ja, ich erlaube es dir. Super. Ist auch super, dass du selber dran denkst. Ja, ich versuche. Gut, ey. Machen wir weiter mit Martin Solveig. Wie findest du den? Ja, spitze. Geil. Lass weitermachen. Dann machen wir mit dem weiter. Der hat sich ja nicht für eine bestimmte Stammvokalisten entschieden. Jetzt hat er einen Song mit Alma. Ganz schön bunte Haare, das Girl. Und, aber geile Stimme. Die find ich mega echt geile gut. Stimme. Ich find sie überraschenderweise gut. Überraschenderweise. Das ist doch frech. Aber egal, wir gucken uns die beiden jetzt einfach mal an auf der 33 mit All Stars. Yeah.
Jetzt kommt auf dich, lieber Tom, unser beliebtes Wahrheit- oder Pflichtspielchen zu. Hammer. Hammer, du freust dich so richtig, richtig drauf, ne? Ja, ist doch. Ey, Tom, weißt du was? Fang einfach an. Dreh doch mal am Rad, aber sachte, ne? Nicht so doll, sagst du, ne? Ja. Ich guck jetzt crazy auf den Monitor. Ey, aber nicht manipulieren hier, ne? Ich sehe gar nicht, was ich manipuliere. Guck mal, du kannst da gucken. Ah, da kann ich doch gucken. Ja, ich gucke auch die ganze Zeit da. Wahnsinn. Aber ich habe super schlechte Augen. Geht ein bisschen näher. Du hast aber auch keine Brille auf. Nee, zu alt. Hey, das dreht aber auch wirklich gut. Und ist das eine Viva-Frage? Nee. Das heißt, ich darf hier eine Aufgabe. Aber welche Farbe zieht man denn dann? Darf er sich was komplett aussuchen, ja? Das heißt, ich ziehe jetzt was hier draus, ja? Oder was? Ja, dann nehme ich doch mal hier, du hast vorhin gesagt, Violett für Wahrheit. Ja. Sie jetzt wahrscheinlich auch lieber, ist ein bisschen aufgeregt, weil du keine Lust hattest. Aber ich finde es geil, dass ich nichts machen muss. So, pass auf. Welche Schlagzeile würdest du gerne über dich lesen? Oh Mann, und dabei noch sympathisch wirken. Das ist die Kunst. Oh Mann, ich kann so schlecht was Nettes über mich sagen. Ich würde richtig gerne was Nettes über mich lesen. Einfach so, Hannah ist nett, wenn ich schon klasse. Das wäre natürlich brisant. So, einfach was richtig Nettes würde ich gerne über mich lesen. Okay. Aber ich kann mich da jetzt nicht zu sehr rein. Oh Mann, das ist eine richtig blöde, langweilige Antwort. Mann, okay. Ich wünschte, ich könnte was Cooles sagen. Ich bin so schlecht in Komplimenten. Hey, ich kann auch noch was, ich kann auch hier so eine Pflichtaufgabe ich noch ziehen. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Vielleicht, wir müssen noch kurz bleiben. So, ich habe hier eine Pflichtaufgabe. Es ist schwierig, das zu... Ich kann es halten, ohne es zu lesen vielleicht. Ja, super, halt doch mal für mich. Versuche mit der Zunge deinen Ellbogen zu berühren. Ich habe das Gefühl, ich kann es. Nein, kann ich nicht. Das sieht doch schon gut aus, da fehlen nur noch 10 cm. Vielleicht den anderen? Du hältst aber auch die Zunge in die falsche Richtung, ehrlich gesagt. Ja, so ist gut. Ja, okay. Ich habe mich angesabbert, nee, nicht. Wird jetzt auch unangenehm. Reden wir doch lieber über euer neues Album. Also mir macht Spaß, ich könnte noch so ein paar Zettel ziehen, wenn du Lust hast. Jetzt wird es schlimm. Okay. Du, ich gebe dir ein bisschen Zeit, red doch mal ein bisschen über das Album, sag mal, wie geil es ist und warum es die Leute kaufen sollen. Hey, wir haben super viel Zeit da reingesteckt. Ich zeig's nochmal hier. Noch ich hab, das gibt's auch als noch, ne? Vinyl, Doppelvinyl mit Beat sogar. 12 Tracks, sehr, sehr viel Liebe, sehr, sehr viel Zeit. Gute, entspannte Hip-Hop-Musik für draußen und auch was zum Zuhören, so für Kopfhörer. Würde mich sehr freuen, wenn sich Leute so ein bisschen damit auseinandersetzen. Man muss sich ein bisschen Zeit, glaube ich, dafür nehmen. Es ist nicht so einfach und eingängig wie Sachen, die man vielleicht vorher von uns kannte. Deswegen checkt Malu auf jeden Fall aus. Gibt seit heute überall, wo es Musik gibt, im Internet und auch in Einkaufsgeschäften. In Einkaufsgeschäften nämlich auch. Geil. Du, wenn du dich mit einer Tiermaske tarnen würdest, welche wäre das? Ich glaube ein Pinguin. Geil. Also Crow hat sich ja für eine Panda-Maske entschieden. Ich würde sie super gerne mal mit einem Foto verabschieden für uns. Nein, ja, keine Panik. Ich stehe aber erst mal da unten, du. Ich würde ihn ja auch gerne mal mit einer Pinguin-Maske sehen. Hat Crow euch beeinflusst? Weil so ein paar Beats in die Hip-Hop-Richtung könnte man schon fast meinen. Ich glaube, dass Crow ganz ähnliche Musik feiert, wie wir es auch tun. Also ich habe auch letztens mal kurz mit ihm geredet und so ein bisschen gecheckt, was der so macht und mag und wo die Inspiration herkommt. Was machst du eigentlich? Hast ihn gefragt. Nee, und die Sachen sind, das ist schon so die gleiche Richtung, so Anderson .Paak, Chance the Rapper und sowas, das ist das, was wir auch hören und ich glaube, daraus entsteht dann vielleicht ähnliche Musik. Ah, okay, also es kommt gar nicht vom Crow, wie ich letzte Woche so schön gesagt habe, sondern es kommt halt aus Amerika. Kommt halt von den anderen, die euch beide halt mal angeguckt habt. So, jetzt, ne? War jetzt schon kurz Panik. Du kennst hier unsere Wall of Fame noch nicht, wie du gerade so geguckt hast. Aber kenn ich jetzt, ja. Die gute Nachricht ist, du hängst auch bald daran. Ich will mal gerne ein Foto von dir machen, so zum Abschluss, weißt ja, du? Ja, gerne. Geil, gut. Mit Mikrofon oder ohne? Ey, wie es halt so ein echter Hip-Hop-Typ macht, wie du es bist, hm? Ah, das andere... okay, du bist ein super, super cooler Typ. Geil. So schnell geht's, tat gar nicht weh. Und wir gucken uns jetzt den Crow mal an, auf der 19 mit Unendlichkeit. Ich ehrlich, weiß ich nicht mehr, wo sie stehen. Und sie fragt, wieso ich so bin. Ich liebe überall, no, no. Ey, ey, Shorty ist so high und die Liebe überall, no, no. Ey, no, no. Ey,
deshalb schmeißt sie noch ein Teil. Oh no. Schade, fühlt sich so allein. Und deshalb schmeißt sie noch ein Teil. No, no. Und wir sind wieder zurück bei den Viva Top 100. Der Tom ist noch da, aber geht jetzt. Er ist noch hier geblieben, einfach damit ich nochmal für euch alle hier drücken kann. Ey, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Nimm deine Platte und geh. Und wenn der jetzt weg ist, ciao. Machen wir direkt weiter mit der Alexa Fraser, also Top-Singer-Songwriterin, jetzt hier bei uns am Start. Hi Alexa, schön, dass du da bist. Mensch, setz dich doch. Vielleicht nochmal ein zweites mitgebracht? Ich stelle das vielleicht auch einfach nochmal dazu, ne? Weil die Alexa, die verlost halt auch was. Da reden wir gleich nochmal drüber. Sehr gut. Du bist hier Berlinerin oder wohnst halt hier, ne? Am Alexanderplatz direkt. Ich bin schon wieder umgezogen. Ach, tatsächlich. Oh, ne? Es geht so schnell. Ich dachte mir, Mensch, da ist doch ordentlich Halligalli. Wie packst du das? Ich ziehe wirklich tatsächlich zu jedem Album um, um einfach dieses unbequeme Gefühl zu haben, dass man in Bewegung bleibt und dass was Neues entsteht. Und deswegen habe ich mir fest vorgenommen, zu jedem Album an einem anderen Ort zu sein, innerhalb Berlins. Wow, aber das ist ganz schön stressig. Es ist vor allen Dingen sehr teuer. Mittlerweile kann man das nicht mehr so gut machen. Du jetzt? Jetzt wohne ich im Tiergarten. Also es ist ein bisschen ruhiger, nicht mehr ganz so stressig, weil Alexanderplatz war schon Halligalli, huh? Sehr, sehr viel los. Aber es ist ein gutes Album dabei entstanden. Eins, was sehr viele Ecken und Kanten hat und so wie der Platz auch, der super schön ist, aber auch total kontrovers. Ne? Kommen wir doch nochmal direkt, ne? Hier gucken wir nochmal das Album. Ich zeig's gleich nochmal, kann ich dir so zeigen. Das könnt ihr heute hier gewinnen, wenn ihr mir sagen könnt, welcher Rapper denn noch auf diesem Album von Alexa zu hören ist. Das könnt ihr einfach bei Twitter mit dem Hashtag VivaTop100 schreiben und vielleicht seid ihr schon bald glückliche Besitzer von deinem neuen Album. Du, wie sieht's aus? Konntest du noch mit den Öffis hier hinkommen? Also dein Album ist auf der 3 eingestiegen. Wie geht das? Also ich habe ja tatsächlich, bin ja so ein ganz fauler Mensch, was von A nach B kommen zu tun hat. Und deswegen, ich bin immer im Auto unterwegs. Vor allem in Berlin ist das sehr praktisch da. Ja, halt das sind so weite Strecken, ne? So und dann weiß man ganz genau, okay, ich kann jetzt nicht schnell spontan mal irgendwo hinfahren und so. Ich glaube, das war bei Tom nicht anders. Der ist ja irgendwie kurz vor knapp hergekommen. Wir haben uns schon einmal vorher gedrückt. Du, aber dann hören wir doch mal uns einen Song von deinem neuen Album an. Das Album heißt übrigens Zwischen den Sekunden. Und die Single Leben hören wir uns jetzt als Neuvorstellung an. Wir müssen glauben, dass die Richtung stimmt und dieser Weg ein gutes Ende nimmt. Dass uns vielleicht nicht immer alles gleich, aber am Schluss der große Wurf gelingt. Wir müssen glauben, dass die Richtung stimmt und dass wir mehr als nur ein Zufall sind. Verstehst du das? Und da sind wir wieder. Die Alexa Fraser ist immer noch mein Gast, zum Glück. Wir haben gerade deine neue Single Leben gehört. Wenn man die hört, die ist ja super entspannt, kann man gar nicht glauben, dass du hier als DJ durch die Clubs gezogen bist? Ja, ich hab wirklich in, sagen wir mal, jungen Jahren, ich fühle mich ja jetzt auch noch nicht so alt, aber als ich ganz jung war, da war ich wirklich 17 Jahre alt, da habe ich angefangen aufzulegen und habe sofort alles auf eine Karte gesetzt, bin in Clubs rumgetingelt, habe dort noch wirklich original hier mit Vinyls aufgelegt. Ach Quatsch, also du warst und, ja, ich war noch so gescratcht dann. So, ja? Ja, so ein bisschen, so weit das möglich ist, weil ich habe so ein bisschen House, Deep House, French House, Vocal House aufgelegt, so die ganzen alten Daft Punk Sachen. Geil, aber dazu kann man wenigstens noch so richtig tanzen und man weiß noch so, ach, das ist die und die Band, mittlerweile ist man so, ah. Ja, und es ist auch mittlerweile, glaube ich, so dieses DJ-Sein ist so ein geflügeltes Wort, weil du kannst einfach irgendwie ein MP3 oder
Übergang machen und so. Und wir mussten das wirklich richtig handwerklich noch lernen mit Angleichen, Pitch-Shifter und so. Ich habe auch noch meine 12-10er, also meine Plattenspieler zu Hause. Und, echt? Und manchmal mache ich das auch noch für Freunde. Also so rein hobbymäßig lege ich ab und an nochmal auf. Ja. Was ist denn so für dich die schönste Erinnerung an diese DJ-Zeit? Ich glaube einfach wirklich die gemeinsame Zeit mit Freunden, die man eigentlich, also durch die Musik, dass die Verbundenheit. Also wir sind natürlich damals, als ich das gemacht habe, habe ich ganz viele Leute auch in dem Kreis gehabt, die auch viel Hausmusik aufgelegt haben. Und, kleine Familie. Ja, es war wie so eine kleine Familie, ist ja auch rein in mein Gebiet, das ist ja eh ein bisschen überschaubarer auch von den Leuten. Wir sind ja alle auf eine Schule gegangen und kannten uns alle und haben so parallel halt irgendwie jeder so seinen musikalischen Weg gemacht und dann haben wir uns halt irgendwie immer in den Clubs getroffen, manchmal auch so illegale Open-Air-Partys irgendwo im Wald oder so, einfach aufgelegt, Set geschnappt und dann dahin gefahren und so. Crazy. Ja. Du singst aber ja jetzt und stimmlich erinnerst du mich oder uns tatsächlich ein bisschen an Sia. Hast du es schon öfter gehört? Nee, noch nie, aber das ist ja krass. Ja, also erst ich wurde darüber aufmerksam und dachte so, echt? Und dann habe ich mir von euch ein paar Songs immer parallel angehört und dachte so, wow. Abgefahren, ja. Das ist ja krass. So ja, ein bisschen was dunkler, die Stimme und so kräftig und... Also auf jeden Fall ja, cool. Also Sia singt ja unfassbar gut. Also wenn ich da sogar was in der Stimme habe, das finde ich gar nicht so schlecht. Du, das hören wir uns jetzt mal an. Und zwar featured Sia Zayn in dem Song Dusk Till Dawn auf der 11. Und gucken wir mal die Ähnlichkeiten, ne? Weiter geht's mit den Viva Top 100. Ich habe immer noch eine bezaubernde Gästin, und zwar die Alexa Feser ist da. Du hast ja schon alle Hand gemacht. Also du hast getanzt, habe ich gelesen, Standard. Du hast schon als Kind musikalische, seit die 4 ist, macht die schon Musik, ne? Dann DJing, Duette, Background-Sängerin, Musikstudium, Werbemusik. Du hast alles gemacht, aber noch nicht an einer Castingshow teilgenommen. Weder in der Show halt oder Juror gewesen. Wie kommt das? Ich glaube, weil ich immer so eigen war mit meinem Weg, den ich so gegangen bin und ich mich da nicht bewerten lassen wollte und selber ja immer Songs geschrieben habe und ich wollte eigentlich keine Songs covern. Ich hatte immer so das Gefühl, ich möchte irgendwas machen, selber irgendwo die Möglichkeit haben, mich zu präsentieren mit dem, was ich mache, weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht nur eine Sängerin bin, sondern auch eine Sängerin und Songschreiberin. Ich glaube, dass es... Also es gab halt einfach gar keine Plattform für Leute, die wirklich Singer-Songwriter sind. Also es gab wirklich immer eine Plattform für Sänger und wahrscheinlich, wenn es eine Plattform gegeben hätte, wo man sich auch als Songwriter irgendwie präsentieren hätte können, dann wäre das sicherlich auch eine Möglichkeit gewesen, aber ich wollte mich nie so eingrenzen lassen und so bewerten lassen. Ich finde sowieso, so Musiker zu bewerten oder den Stempel aufzudrücken, das finde ich immer schwierig. Ich finde an sich... das Casting-Format The Voice gar nicht so schlecht. Ob du Formate schaust und welche. Ja, das finde ich irgendwie ganz schön, weil da die Künstler irgendwie auch wirklich als Talente, also sie werden ja auch Talents genannt und da ist das irgendwie so ein bisschen respektvoller und man hat das Gefühl, es geht hier wirklich um die Menschenverbindung mit ihrer Musik und ich finde es auch schön, den Gedanken, dass man erst die Leute nicht sieht und danach dem Gefühl entscheidet des Songs, was man da hört, ob man das möchte oder nicht. Weil ich glaube, sehr viel ist auch durch äußerliche Faktoren festgelegt, sodass Leute dadurch entscheiden, und ob sie jemanden da sehen oder nicht. Und das finde ich bei der Sendung eigentlich ganz toll, dass es da wirklich um die Stimme, um die Emotionalität geht. Ja, das ist schön. Aber dennoch sind ja leider an den Deutschen, auch wenn The Voice halt noch ganz schön angelegt ist, in deutschen Castingshows nicht so wirklich die Stars entstanden. Anders sieht das ja in Amerika oder England aus. Zum Beispiel Kelly Clarkson. Stimmt. Ne, das ist ganz anders. Oder das ist ja wohl Max Giesinger, The Voice, ne? Also der ist ja auch relativ auch am Durchstarten. Ja, Lena Meyer-Landrut, wenn du so siehst, hat auch bei Stefan Raabs Castingshow mitgemacht, aber
diese ganzen Weltgrößen, ne? Kelly Clarkson kennt man, glaube ich, einfach. Das stimmt. Allen, ne? Ich glaube, dass die Amerikaner da auch nochmal eine andere Wertschätzung und Wertigkeit mit reinbringen, dass das da auch wirklich um diese Talente geht und um ich weiß nicht, es ist immer schwer zu sagen. Ich lehne mich natürlich da weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es hier mehr um das Format geht, um die Sendung an sich und wenig um den Menschen, der da mit drin ist. Ich glaube, dass man das mit The Voice jetzt ein bisschen geändert hat, also weil da auch unfassbar gute Sänger drin sind. Aber vielleicht ist es auch einfach die Art und Weise, dass die Menschen draußen selber entscheiden wollen, so was sie und selber auswählen wollen aus den Sachen, die es irgendwie gibt. Ja, man weiß es nicht, warum es so ist. Ich finde aber durchaus, dass da ganz tolle Leute auch hervorgekommen sind. Ja. Also. Unter anderem, wie gesagt, Kelly Clarkson, zwar international, nicht national. Sie macht das jetzt schon seit guten 15 Jahren, hat jetzt einen neuen Song und den gucken wir mal uns als Neuvorstellung an. Love So Soft heißt er. Los geht's. Und weiter geht's bei uns. Du singst ja immer so, als wärst du immer tiefenentspannt und total ausgeglichen. Kennst du so Gefühle wie Rache, Hass? Gibt's das bei dir? Ja, total. Also wenn nicht, das wäre auch schlimm, dann wäre ich ja gar kein Mensch. Nee, absolut. Auch Missgunst und Neid und so, das hat man alle schon auch. Na klar, ich bin ja auch unsicher und in vielerlei Hinsicht auch verletzbar und auch gar nicht so stark, wie man immer glaubt. Ich glaube, sonst wäre man ja auch, also sonst würde man ja auch nicht darüber schreiben. Also viele von meinen Inhalten und von meinen Songs geht ja auch darum, um das Gefühl der Unzulänglichkeit und der Schwäche. So soft und lieb, ja, und nicht so. Ich habe ja immer so inhaltsstarke Texte, also die immer auch so um bestimmte schwere Themen auch manchmal gehen. Und ich glaube, das liegt alles in mir. Ich schreibe das, das ist sozusagen mein musikalisches Tagebuch und ich habe das alles auch, na klar. Manchmal muss ich mir ein Kissen beißen und meine Hut loswerden und so. Ja, die liebe Taylor Swift, die hat einfach nicht mehr nur ins Kissen gebissen. Die hat einen Song gemacht und dann haben wir mal den ganzen Hass, Groll und was dazugehört in ein Lied gepackt. Look What You Made Me Do auf der 5 von Taylor Swift. Check it once, then I check it twice. Oh. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me faramos en la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah. Und da sind wir wieder. Du, Alexa, wann hast du denn das letzte Mal Weit oder Pflicht gespielt? Das ist gar nicht so lange her. Auf dem Geburtstag von einer Freundin. Da spielen wir zwei Spiele immer. Ich liebe dich, weil. Also da muss man wildfremden Leuten sagen, warum man sie liebt. Einfach so aus dem Gefühl heraus. Finde ich aber ein tolles Spiel, weil das einen näher zu den Menschen bringt. Ich spiele manchmal das Komplimente-Spiel auf Partys. Da muss man auch immer sagen, geht man zum fremden Menschen hin und muss denen einfach was Nettes sagen. Ist auch gut. Ja. Also einfach, um irgendwie jemanden mehr zu connecten oder kennenzulernen, ist das doch eigentlich ganz schön. Weil es gibt ja immer mehr Gründe, jemanden zu mögen, als nicht zu mögen eigentlich, oder? Ja, wir gucken jetzt mal, ob du vielleicht mir was Nettes sagen musst oder ob du irgendwas Witziges machen musst. Dreh doch mal an unserem Glücksrad, du. Ich guck wieder über die Kamera rein. Ich sehe das aber. Mach's ganz sanft.
Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht schon wieder ran muss, weil es war einfach gar nicht so gut. Ich bin aus dem Schneider. Oh nein, schlecht. Ja, du, dann zieh doch mal hier so einen blauen Zettel. Den blauen, ja? Mhm, den blauen bitte. Okay, ich nehme den untersten. Ich hoffe, dass es... Zeig uns dein bestes Duckface. Okay. Oh, super. Das ist echt. Okay, eigentlich das ist würde später kommen, das Foto. Aber jetzt, wo wir beim Duckface sind, würde ich super gerne. Machst du das gleich, verbindest würd du das? Würde ich gerne verbinden. Das heißt, ich mach das hier so in die Kamera. Wenn es für dich okay ist, wir gucken uns mal an, ja? Und du sagst, wenn du dein Duckface hast, das ist dein bestes Duckface, ja? Mhm. Witzig, du bist für mich wie ein Emoji. Die mache ich auch immer nach. Wenn du ein Duckface machst, mache ich es auch. So, ist doch so. Das sah wirklich aus wie eine Ente, oder? Super. Ey, Mensch, jetzt schauen wir uns einen Song an. Eigentlich können wir Frauen das doch eigentlich ganz gut, ne, sowas, ne? Das weiß ich nicht. Es war eine eigentlich sehr humane Aufgabe, ja, sagen wir mal so. Ja, ich fand es auch ganz gut. Jetzt gucken wir uns einen Song von einer ziemlich selbstbewussten Frau an, und zwar von Pink. What About Us auf der 3, Petter Song. Yeah. I don't want control. Taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that baby, you're the best. Yeah. Und ein letztes Mal zurück bei den Viva Top 100. Du, ey, für uns ist jetzt auch schon fast time to say goodbye. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke dir. Hattest du einen super schlimmen Sommerohrwurm? Der kam ein bisschen verspätet, weil ich glaube, der war schon länger draußen, aber I feel it coming. Das von ist schön, The Weeknd, ich liebe den Song. Aber das ist, noch ein schöner Sommerohrwurm. Wir hatten da hier mit ganz anderen Sachen zu kämpfen. Ja. Das war nämlich Despacito. Die haben wir uns hier jede Woche angehört. Und jetzt sind wir tatsächlich Luis Fonsi und Daddy Yankee los. Aber nein, es kommt noch dicker. Jetzt gibt's nämlich K1 mit Pietro Lombardi. Hey. Ihr merkt, wie doll ich mich darüber freue. Es ist hat ja, nicht ja nichts miteinander zu tun. Nicht. Nee. Also es ist, kommt jetzt noch so ein Spätsommer-Hit mit einer völlig neu erfundenen Melodie, würde ich sagen. Wir müssen uns jetzt die beiden einfach mal angucken, den Kay und den Pietro mit Senorita auf der 1. Mensch, danke, dass du da warst und wir zusammen noch geben dürfen. Großartig. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey. Oh Mann. Schon gepaart, Senorita, sei meine Adriana Lima, was ich dich so wie FIFA, wir treffen uns auf. Viva, la vida loca, mamacita. Ich buch uns mit der Visa direkt ein Flug nach Costa Rica. Ich fahr'n Bentley, du bist so sexy. Und wenn du willst, dann fahren wir Jetski. Ich check deine Insta.